Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht hier vielleicht eine andere Umgebung. Das liegt daran, dass Jesse und ich verreist sind. Wir sind gerade in Cleveland, Ohio, in den Staaten bei Freunden von Jesse. Und ich habe mir gedacht, mal ein ganz anderes Video zu machen. Ich finde es im Urlaub immer generell spannend, in Supermärkten zu schauen, was die alles so für andere Produkte haben. Und deshalb gibt es heute von mir ein vegan USA Food Haul. Heute waren wir in einem kleinen veganen Café unterwegs und da gab es auch eine kleine so Mini-Supermarkt-Ecke sozusagen. Und die Produkte waren alle vegan. Hier ist alles drin, was ich gekauft habe. Ich werde das jetzt alles einzeln auspacken. Was euch vielleicht sofort auffällt, ist diese Riesenpackung. In den USA haben die ja immer riesige Packungen und das ist wahrscheinlich noch nicht mal so riesig. Und das ist von Earth Balance Vegan Buttery Flavor Popcorn. Und da wir, glaube ich, abends öfter mal rumhängen werden und was snacken werden, habe ich mir dieses Popcorn gekauft. Ja, ich kann mir Popcorn wahrscheinlich auch selber machen, aber unterwegs und auf Reisen kaufe ich meistens fertige Sachen oder abgepackte Sachen. Und da ist drin Popcorn, Sonnenblumenöl, Salz und natürliche Aromen. Und ich glaube eben, um dieses Butteraroma hinzubekommen, sind die drin. Bin ich mal gespannt. Dann hatten wir in dem Café noch vegan Grilled Cheese. Ich habe auch ein Foto davon gemacht und es war mega lecker. Und das hat mich inspiriert, selber auch Grilled Cheese hier zu machen, weil da muss ich die Küche hier von unseren Freunden nicht so krass in Anspruch nehmen, kann einfach was toasten, den Käse schmelzen lassen und muss nicht irgendwie 10.000 Utensilien verwenden und Angst haben, irgendwas kaputt zu machen oder falsch zu verwenden. Und gegrillter Käse auf Toast geht einfach super schnell und ist einfach. Und dafür habe ich mir Dairy-Free All-American Casein-Free Cheese gekauft. Die sind von Tofutti und die hatten wir, wie gesagt, in dem Café. War sehr lecker. Bin mal gespannt, ob das bei mir auch so gut klappt. In dem Café haben wir auch ein Pumpkin Spice Latte getrunken. Habe ich auch ein Foto von gemacht. Die haben so einen richtig süßen Milchschaum mit so einem Kürbis gemacht. Mega süß. Und da habe ich das, ich glaube, das erste Mal, ich kann mich jetzt nicht bewusst erinnern, aber ich glaube, ich habe das erste Mal Macadamia-Milch getrunken in diesem Café. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und es war richtig lecker. Also es hat richtig gut zu diesem Pumpkin Spice Latte gepasst. Und die hat natürlich in dem Café dann auch die Milch zum Verkauf. Und es ist die Milcadamia Latte da. Macadamia Milk. Da bin ich auch gespannt, die mal so pur auszuprobieren. Ich hole mein Glas. Daneben geschüttelt. Willst du auch probieren? Jesse will auch probieren. Riecht wie so ein Kuchen oder so. Mmh, das riecht, schmeckt wie Pudding oder so. Oh, ich glaube, das ist die beste Milch. Das schmeckt so gut, also pur allein. Das schmeckt irgendwie so wie Kuchenteig. Richtig lecker. Frag mich, ob es das in Deutschland gibt. Bestimmt, aber bestimmt mega teuer, weil ich weiß, dass Macadamia-Nüsse sehr, sehr teuer sind. Also die Macadamia-Milch hat schon mal meinen Taste-Test, meinen Geschmackstest bestanden. So, dann probieren wir mal noch, weil ich gerade hier sitze, auch gleich mal das Popcorn. Riecht jetzt nicht so gut, finde ich. Schmeckt einfach wie buttriges Popcorn. Lecker. Sehr buttrig sogar. Also so wie Popcorn, wo man extra nochmal Butter dazu gemacht hat. Willst du auch probieren, Jesse? Und? Das ist jetzt nur ein Geschmackstest. Nein. Wir essen die jetzt nicht auf. Nein, wir essen das auch auf jeden Fall. Verlierst du alles? Ja, bis. Serving size is 3.5 cups. Also wir können 3.5 cups essen. Nein, heute Abend, das ist jetzt nur ein Geschmackstest. Okay. Aber es klingt lecker. Komm, geh ich weg. Und esse ich nicht alles. So, ich habe noch Salat von gestern und das ist unser fertiges Grilled Cheese. Lecker. Hallo, wir sind gerade am Westside Market und es ist so wie ein Wochenmarkt. Nur machen die Amerikaner wieder alles größer, deshalb sieht der wieder riesig aus. Und wir werden uns jetzt einfach mal umschauen, was hier so gibt. It's got, yeah, it's oh yeah, that was really good. Yeah. Wir haben jetzt gerade hier den Fudge-Stand entdeckt und es gibt veganen Fudge und ich kenne das gar nicht so gut, deshalb probiere ich das vielleicht mal. Yeah, the vegan one. Und wir werden hier jetzt mal das Brot probieren, ob wir das auch so gut hinbekommen. Und wie ist dein Coffee? Sehr süß. Viel zu süß, ne? Ja. Der Markt war interessant. Das meiste waren eher Metzgereien, aber es gab auch ein paar kleinere Stände, wo es dann auch viel Obst und Gemüse gab oder eingelegtes Gemüse. Genau, wir haben ein paar Sachen gefunden, die zeige ich euch später. Kurzes Update. Wir sind jetzt nochmal weitergefahren und zwar zum Earth Fair Healthy Supermarket. Und das ist so ein bisschen wie ein Bioladen, und aber ein bisschen größer und ja, supermarketmäßig. Und da werden wir jetzt noch ein paar Kleinigkeiten kaufen.
Hier gibt es zum Beispiel Veggie Bacon oder Dairy Free Parmesan. Hier gibt es ganz viele verschiedene Käsesorten. Und der hier ist richtig gut, Daya-Käse, den mag ich am liebsten. Den Käse probieren wir auch für unser Brot. Endlich mal was relativ Unverpacktes, aber alles ist nochmal zumindest eingewickelt. Schau mal, die haben veganen Eierlikör, Eggnog. Einmal hier von Silk, von So Delicious. Das ist dann aber wieder mit Milch. Und dann gibt es hier aber noch so Kaffee-Creamer. Ah, ja, hier auch. Oh Gott. Cold Brew mit Almond. Crazy. Ist das Cold Brew with Almond? Das sieht ja gut aus. Kommen wir zum zweiten Teil von meinem veganen Food Haul hier in den Staaten. Wie ihr gerade gesehen habt, waren wir ja auf dem Markt und im Supermarkt. Und wir fangen mal an mit den Sachen vom Markt. Der war ja, wie gesagt, so ein bisschen fleischlastig, aber ich habe trotzdem hier und da so ein paar Sachen gefunden, die wir für den Lunch jetzt gut gebrauchen können. Und zwar haben wir einmal gesehen, dass es ziemlich viele Bäckereien gab und dann haben wir dieses Sauerteigbrot gekauft. Es riecht auf jeden Fall sehr gut. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen zu dem Brot. Wir werden es dann gleich noch verwenden für unsere Sandwiches. An einer Ecke am Markt haben wir so einen Kaffeeladen entdeckt und die hatten Pumpkin Spice Kaffeebohnen. Die riechen so richtig nach Pumpkin Spice Latte und die haben die, glaube ich, einfach mit Pumpkin Spice geröstet. Deshalb haben die dieses Aroma. Und ich weiß nicht, ob wir es jetzt schaffen, diese Woche diese auszuprobieren, aber ich werde euch auf Instagram ein Update geben. Deshalb folgt mir auch auf Instagram. Da werde ich dann euch auf dem Laufenden halten, ob die dann auch gemahlen und gebrüht dann auch so gut riechen und schmecken. Dann gab es am Markt noch so einen Süßigkeitenstand. Also es gab verschiedene so Desserts oder Sweets Stände. Und einer hatte Fudge und ich weiß, dass Jesse Fudge gerne mag, also bin ich da hingegangen, eigentlich ohne große Erwartungen. Aber die hatten zwei vegane Fudge-Sorten und haben den Chocolate Fudge genommen. Riecht das nicht besonders? So ein bisschen wie Konfekt vielleicht, aber ein bisschen cremiger. Dann haben wir vegane Mayo gekauft von Veganese. Die gibt es auch in Deutschland. Ich wollte erst eine andere probieren, waren wir aber unsicher, ob die gut ist. Und wir werden nicht alles aufessen, sondern das dann bei unseren Freunden lassen, den Rest. Und dann wollte ich auf jeden Fall was Gutes kaufen. Dann haben wir auch noch Tempe Bacon entdeckt. Und wir haben schon mal Tempe Bacon gegessen in Deutschland. Ich weiß nicht mehr von welcher Marke. Das ist jetzt von Light Life Smoky Tempe. Und das brät man einfach an. Und ich bin ja ein großer Tempe-Fan. Tempe ist auch sehr gesund, sehr proteinreich. Dann wollte Jesse noch Käse ausprobieren. Und zwar von Daya, den Medium Cheddar Style. Denn Jesse mag nicht Cheddar-Käse, aber Jesse isst nicht mehr so viel Käse wie früher. Eigentlich fast gar nicht mehr zu Hause. Er vermisst eigentlich nur noch Cheddar. Und deshalb probieren wir jetzt den mal aus auf dem Sandwich, wie der so ist. Ich weiß auch nicht, aber vielleicht schmilzt er. Das brauchen wir aber gerade gar nicht, weil wir so, wollen so ein BLT-Sandwich machen. Dann fand ich, sah lecker aus, diese Double Cream Chive Käsepackung von Miyokos. Ich wollte Mykonos sagen, aber hier steht Miyokos. Aber das sind eigentlich so Zutaten, die verwende ich auch für meinen eigenen Käse, den ich manchmal mache. Zwar hauptsächlich Cashews, Wasser, Kokosnussöl, dann noch Kräuter. Hier ist das Schnittlauch, ist das, glaube ich. Miso verwende ich auch sehr gerne, Salz, Edelhefe. Auf jeden Fall so mache ich meinen eigenen Käse auch zu Hause. Ist dann viel günstiger, wenn ich ihn mir selber mache. Und natürlich kommt es nicht abgepackt. Aber wie gesagt, wir sind unterwegs. Da finde ich das manchmal ganz okay. Und dann habe ich mir noch gegönnt einen Kombucha. Ich bin großer Kombucha-Fan. Ich finde aber in Deutschland habe ich noch nicht so den leckersten Kombucha gefunden. Ich finde, auf Bali haben wir richtig geilen Kombucha getrunken. Und in den USA finden wir immer ziemlich gute. Und ich bin mal gespannt, wie der GTS Kombucha Hibiscus Ginger schmeckt. Riecht sehr mild. Und schmeckt auch sehr mild und sehr lecker und wie gesagt, so dieses typische leicht säuerliche ist natürlich mit dabei bei dem Kombucha, aber es schmeckt sehr mild und süß und fruchtig. Machen wir uns jetzt mal an die Sandwiches, an das Mittagessen, dann kann ich auch gleich noch den Rest testen. Brot ist geschnitten, hier ist der Käse, dann gibt es noch Tomaten und Salat. Und es wird dann so ein klassisches BLT sozusagen, weil wir jetzt auch noch den Tempe hier anbraten. Es kommt noch Mayonnaise aufs Brot, also vegane Mayonnaise. Und hier ist der Tempe, der ist jetzt fertig und jetzt wird belegt. Und hier ist unser fertiges Sandwich. Mit veganem Käse, Salat, Tomaten, Tempe und Mayonnaise. Sehr guter Lunch.
Das war mein veganer Food Haul aus Cleveland, Ohio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über Daumen hoch, über eure Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!